Markus, so kann es aber nichts werden. Ach, denkst du wirklich, dass du mit der Angel was fängst? Ja, wie denn sonst? Na, lass uns doch mal die Profis fragen. Komm. Na gut, okay. Hallo zusammen, wir von Interbrainment Abi sind wieder im Einsatz. Wir sind unterwegs in der Region Anhalt-Bitterfeld und möchten für euch spannende Ausbildungsberufe entdecken. Heute auf dem Programm steht der Fischwirt bzw. die Fischwirtin. Und ich bin zum Glück nicht allein unterwegs. An meiner Seite habe ich Schülerinnen der berufsbildenden Schulen Anhalt-Bitterfeld. Und ich würde mal sagen, wir suchen uns jetzt jemanden, der uns mal ein paar Fragen beantworten kann. Blicken uns ein bisschen um. Dann mal los. So, jetzt sind wir hier am See angekommen, stehen ja auf dem Steg und treffen gleich auf den Henning, ne? Von der Blausee GmbH. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt schon mal gleich mit unseren Fragen an. Wo befinden wir uns hier gerade? Wir befinden uns hier am Gröberner See. Das ist ein ehemaliges Tagebau-Restloch, wo bis 1991 noch Braunkohle abgebaut wurde, denn der Tagebau eingestellt wurde und das Gewässer nach und nach mit Müllwasser geflutet wurde. Was gehört denn alles zu den Aufgaben eines Fischwirtes? Zu den Aufgaben eines Fischwirtes gehört Netzbau, Reusenbau. Daraus erschließt sich der Fischfang, denn die Verarbeitung von dem gefangenen Fisch, die Veredelung von dem gefangenen Fisch und die Vermarktung von dem gefangenen Fisch. Und daraus resultieren auch Instandhaltung von Fanggeräten und Arbeitsmaterialien. Was für Fische gibt es hier und werden hier auch Fische gezüchtet? Also in diesem See gibt es den Hecht, die Schleie, den Wels, den Barsch, Plötzen, Aalande, Brassen und Schleien. In diesem See werden keine Fische gezüchtet, ich fische nur das, was die Natur hergibt. Warum haben Sie sich gerade für diesen Beruf entschieden? Weil der Beruf sehr, sehr vielfältig ist. Jeder Tag ist anders, angefangen vom Fischfang bis zur Veredelung, Vermarktung, von den Wetterverhältnissen, von den Wünschen der Kunden und so weiter. Also der bietet so viele Facetten und deswegen ist das mein Traumberuf geworden. Was macht Ihnen besonders viel Spaß an Ihrem Beruf? Am meisten Spaß an dem Beruf macht mir, in der Natur, mit der Natur, zu jeder Jahreszeit und bei jeden Wetterverhältnissen zu fischen, um meinem Beruf nachzugehen. Gut, das waren dann schon mal sehr viele interessante Antworten von den Herrn Lingner. Dann schauen wir doch mal, was bei Team 2 so passiert. Hallo zusammen, wir sind heute hier in Köthen zu Gast bei der Fischerei Rosenkranz und Tim und Alex sind schon ganz gespannt darauf, endlich ihre Fragen zum Ausbildungsberuf Fischwirt loszuwerden. Ja. Dann suchen wir doch mal den Herrn Rosenkranz. Na, guten Morgen. Moin. Schön, dass es heute geklappt hat. Wo befinden wir uns denn hier gerade? Ja, ihr seid hier in Köthen bei uns auf dem Fischereigelände von der Fischerei Rosenkranz. Ich bin gerade dabei, hier die Karpfen hochzuholen. Wir haben die hier auf so einem Netzkäfig stehen und wollen die zu uns in die Verarbeitung bringen zum Schlachten. Genau, wir halten die hier erlebend, um sie dann so lange frisch zu halten, bis der Kunde sie bestellt und dann breiten wir die zu. Ah, schön. Das hört sich sehr interessant an. Ich glaube, die beiden Jungs haben auch ein paar Fragen mitgebracht. Ja, wie kann ich mir bei Ihnen einen typischen Arbeitstag vorstellen? Wir fangen meistens um 6 an und dann ist meistens die erste Arbeit ist eben das Bestücken des Räucherofens und die Befüllung der Verkaufstheke. Und dann schaut man, was sozusagen am Tag anliegt. Und das kann mal ein Tag sein, dass man Netze sauber macht, Netze repariert oder dass man eben vielleicht Fische holt oder auch Besatz ausfährt. Aber auch solche Arbeiten wie sauer machen und reinigen gehören dazu. Ist das stark von der Jahreszeit abhängig? Wie ist das im Winter? Das ist eine gute Frage. Bei uns ist wirklich so, die Hauptfangzeit konzentriert sich eigentlich auf den Herbst, Winter, Frühjahr, weil da sich entweder die Fische durch den Winter zum Beispiel in so ein Winterlagern konzentrieren. Dann haben wir als Fischer es relativ einfach, die zu fangen, weil sie eben konzentriert stehen. Im Frühjahr wiederum sammeln sich die Fische wieder auch oder bewegen sich mehr, weil die Laichzeiten anstehen. Da suchen sich ihre Geschlechtspartner und da werden sie auch unvorsichtiger und sind leichter zu fangen. Im Sommer ist bei uns eigentlich eher ein bisschen ruhiger, weil auch sehr viele andere Nutzungen an den Gewässern stattfinden, wie Badebetrieb und Bootsfahrt und Angelei. Dass wir uns da so ein bisschen auch zurückziehen. Lernt man das alles in der Ausbildung und wie lange dauert die Ausbildung genau? Die geht in der Regel 3 Jahre, je nachdem, welche Schulbildung man vorher gemacht hat. Also wer vorher Abitur hatte, der kann das auch verkürzen auf 2 Jahre. Aber die Regelausbildungszeit ist 3 Jahre. Und
Fischwirt, das ist ein duales Ausbildungsberuf. Das heißt, sie haben die praktische Ausbildung hier im Betrieb und haben dann parallel in der Berufsschule die theoretische und überbetriebliche Ausbildung. Muss man bestimmte Fähigkeiten für die Ausbildung mitbringen? Ja, also man, wie gesagt, so ein Haupt- oder Realschulabschluss ist schon Pflicht, aber klar schaut man als Betriebsinhaber immer auch ein bisschen auf die Noten. Und gerade in den Fächern, die jetzt sozusagen für uns relevant sind, also Chemie, Bio, Mathe irgendwo, sollte man schon ein bisschen bewandert sein. Das klingt doch sehr interessant, oder? Ja. Ja. Wenn wir uns das anschauen können, würden wir gerne mitkommen. Aber gerne. Jetzt sind wir im Verkauf angekommen, und zwar in der Gröbener Seekarte, und setzen unsere Fragerunde fort. Nathalie, du hattest die erste Frage. Mhm. Wie viele Fische aus den eigenen Seen landen pro Jahr hier im Schnitt? Also ungefähr die Hälfte der gefangenen Fische, also 50%, landen hier im Verkaufsladen. Entweder es wird als Frischfisch angeboten oder halt als Salat oder Marinaden, wie Brathering kennt jeder. Das machen wir beispielsweise von unserem Weißfisch, von Plätze und die Brassen. Und die andere Hälfte, wie was ihr heute gesehen habt, wie Hecht, Barsch, Wels, geht an die umliegenden Restaurants und die setzen es dann auf ihre à la carte Karte als Tagesfang. Welche Anforderungen an Hygiene gibt es hier eigentlich? Hygiene ist überall gleich. Wenn ich jetzt vom Wasser gekommen bin, gehe ich an die Verarbeitung, ist ein weißer Bereich. Das heißt, Sachen wechseln, Hände desinfizieren und dann logischerweise sauberen Messer mit sauberen Brettern arbeiten. Kühlkette beim Fischen nicht unterbrechen, jetzt um die Jahreszeit. Ist es etwas einfacher. Im Sommer wird dann halt viel mit Eis gearbeitet. Weil Fisch ist nun mal ein leicht verderbliches Lebensmittel. Und mit Eis kann sich jeder vorstellen, kann man denen nicht gegenwirken. Gibt es nach der Ausbildung auch Weiterbildungsmöglichkeiten? Es gibt welche. Ich beispielsweise habe den Fischwirtschaftsmeister gemacht, auf Deutsch gesagt, den Meister danach gemacht. Und dann kann man die Fischerei auch noch studieren, beispielsweise in Rostock. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen leichten Einblick in die Fischerei bekommen. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder oder ich kriege von euch eine Bewerbung. So, dann sind wir durch mit unseren Fragen. Wir sagen vielen lieben Dank, Herr Dinge, dass Sie uns alles gezeigt haben und so fleißig geantwortet haben. Und ja, wir gucken uns noch ein bisschen um, aber ansonsten geht es noch bald zurück und wir sind noch mal bei dem anderen Team. Der angeliefert wird, vorbereitet für die Theke. Das ist Johannes Buchheim, das ist mein Meister im Betrieb. Der ist gerade dabei, Rotbarschfilets zu filetieren. Das sind auch typische Arbeiten, die dann der Lehrling auch durchführen soll. Er kriegt das von uns natürlich auch alles gezeigt. Was genau passiert hier im Detail? Ja, also der Seefisch, jetzt hier der Rotbarsch, der wird eben vom Großhandel angeliefert. Und er ist jetzt dabei, sozusagen die Filets zu schneiden. Nachträglich wird dann noch die Haut abgezogen, weil der Kunde das blanke Filet haben will, ohne Haut. Und wir finden eben die ganzen Verarbeitungsprozesse statt. Wird aber hier dem Lehrling vermittelt und er kann das auch ausprobieren hier. Und nach einer Weile kriegt man dann auch eine Routine und die Fertigkeiten. Das sieht am Anfang etwas kompliziert aus, aber wenn man das eine Weile macht, dann klappt das eigentlich in der Regel. Braucht man als Fischwirt besondere Arbeitskleidung? Ja, in der Hinsicht, dass wir ja sehr viel mit Wasser arbeiten und eben wenn wir draußen sind beim Fischen, dass es auch manchmal relativ kalt wird. Also sie bekommen eine Schürze oder auch so Gummisachen, Stiefel oder auch für Schlachten. Nachher haben wir auch so eine typischen Schutzhandschuhe, die das Schneiden verhindern. Also auf Arbeitsschutz wird da auch geachtet. Wir danken Ihnen für die vielen beantworteten Fragen, für den Einblick in Ihren Beruf und für Ihre Tour durch Ihren Laden. Es freut mich, dass es euch gefallen hat. Der Beruf ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Und ich hoffe, dass der eine oder andere den Beruf ergreifen wird. Hey Juliane, na? Na Markus. Habt ihr einen tollen Tag gehabt? Wir haben einen sehr tollen Tag gehabt. Und auf jeden Fall war unser Fischer um einiges erfolgreicher als ich heute Morgen. Das habe ich dir doch gesagt. Was habt ihr denn noch so herausgefunden? Wir haben herausgefunden, dass wenn man Fischwirt oder Fischwirtin werden möchte, dass man 3 Jahre in die Ausbildung geht. Genau. Der Mindestschulabschluss ist der Hauptschulabschluss. Man sollte auf jeden Fall nicht wasserscheu sein. Man ist natürlich viel an der frischen Luft und auch die Berührungsängste mit dem Fisch sollte man nicht haben. Genau, und der Beruf ist wahnsinnig abwechslungsreich. Also kein Tag gleicht irgendwie dem anderen. Es gibt sogar 3 unterschiedliche Ausbildungsrichtungen. Und natürlich sollte man auch den Umgang mit dem Kunden nicht scheuen.
Richtig. Aber man arbeitet zwar auch im Team, man hat Kontakt mit den Kunden, aber auch das selbstständige Arbeiten steht auf dem Programm. Wenn euch das also gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Instagram und das war's mit unserem Einsatz für Entertainment Abi. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch einmal auf unsere Website vorbei. www.entertainment.online und folgt uns auf Instagram und TikTok. Tschüss. Tschüss. Adios. Übertreib.